War nicht richtig. Also Leute, wenn irgendeiner von euch da draußen mal damit mit den Gedanken spielt, in einen Motorradclub zu gehen und es sagt euch dann doch nicht so zu, wie ihr euch das vielleicht erhofft habt, oder vielleicht ist es euch eine Nummer zu hart. Also ich finde es unter aller Sau, wenn man etwas oder wenn man in einem Motorradclub drin ist und der Motorradclub selber davon nicht weiß, wie du darüber denkst und du das aber in die Öffentlichkeit rausträgst. So was finde ich absolut. Das ist ein 31er. Das ist für mich Verrat. So Leute, hier habe ich eben das andere Video beendet, neuen Akku reingemacht und neues Video wird gestartet. In dem Sinne sage ich mal einen guten Tacho, meine Freunde. Übrigens habe ich hier am Gerichtshof früher mal gewohnt, aber da war ich so. So, das Thema heute, da muss ich mal ein bisschen auf einen reagieren. Es geht sich auch um Motorradclub-Geschichten, beziehungsweise, falls ihr mein letztes Video nicht gesehen habt über Motorradclubs, dass 1% der Motorradclubs nicht automatisch kriminell sind, sondern wirklich fürs Motorradfahren stehen, so wie es eigentlich heißt. Und das sind die meisten Clubs. Sicherlich gibt es da andere und gibt es auch halt organisierte Kriminalität, auch bei 1% dann und sonst wen. Gibt es aber auch in der Regierung, gibt es auch beim Kegelclub oder auch beim Bäcker. Darauf, ja, das ist jetzt auch nicht das Thema heute, aber da könnt ihr gerne mal reinschauen auf meinem Kanal. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Worauf ich jetzt reagieren will, oder es gibt einen YouTuber, den gucke ich seit einigen Monaten, der hat sich eine Harley gekauft. Ich würde sagen, wir greifen wieder an. Dann hat er angefangen, oder durch irgendeinen Zufall, ich weiß nicht mehr genau wie er war, der hat er mal erzählt, ist er so ein, der kommt aus, glaube ich, aus der Region Berlin, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist er da auf jeden Fall einem Motorradclub beigetreten. So, also auch einem richtigen Motorradclub mit Clubhaus und so weiter drum und dran. So, und mein Appell, die aus dieser Reaktion jetzt herausgehen soll, ja, da komme ich gleich drauf, wenn ihr Hänger oder Prospect seid, ihr wollt in irgendeinen Club gehen und ihr seid soweit, dass ihr Hänger seid oder auch Prospect, dann macht genau das nicht, was er gemacht hat. Und zwar, also die Hänger und die Prospect-Zeit ist ja dafür da, für den Club, sowohl auch für das heranwachsende Mitglied, sage ich mal, der gerade seine Ausbildung macht, sozusagen, sich gegenseitig kennenzulernen, ob man sich auf den einen oder auf den anderen verlassen kann, ob die Erwartungen von der Seite oder von der Seite erfüllt werden. Und wenn dem nicht so ist, dann geht man halt getrennte Wege. So, deswegen hat man eben diese lange Hänger- und Prospektzeit. So, ich sag jetzt mal, Hans XY, ich nenne mal, weiß ich nicht, ich nenne ihn mal Kevin. Fällt nichts anderes ein als Kevin. Also da ist jetzt einer, der heißt Kevin und hat irgendwie den Anschluss gefunden, dass ein Motorradclub sagt, jo, kannst du bei uns vorstellen, machst du deine Hängerzeit und so weiter durch. So. Der kommt dann dahin, bringt seine Kutte mit, oder vielleicht kriegt er auch eine fertige Kutte schon dahingelegt. Es gibt ja, also eigentlich finde ich, ist es halt so, du bringst deine Lederkutte mit und musst deine Sachen selber drauf nähen. Und da gibt es auch unterschiedliche Rituale. Da gibt es halt Unterschiede. Aber das ist ja auch egal. So, sobald du da drin bist, hast du Pflichten. Du wirst von Anfang an darüber aufgeklärt oder halt wächst auch da rein. Ne? Also man kann von Anfang an nicht alles wissen. Also die grundlegenden Sachen, die hat man dann, also die kriegt man dann beigebracht, und es gibt dann auch einige Clubs, da kriegst du sogar einen festen Paten, also ein Clubmitglied, der fest für dich verantwortlich ist. Je nachdem, an wen du dich immer wenden musst, vorausgesetzt du hast einen Paten,
Selbst wenn du keinen hast, dann suchst du dir halt selber meistens jemanden aus, mit dem du dich am besten verstehst. Ist ja egal, in welchem Bereich du bist. Man hat ja immer so seine Anspruchsperson. Ansprechperson, so. Man hat immer seine Ansprechperson, die einem am liebsten ist. Ob es jetzt im Club ist oder sonst wo ist oder selbst in der Pommesbude. Nee, du bestellst am liebsten bei dem. Ne, ist ja völlig egal. Aber so ist das da eben auch. Und wenn dir was nicht klar ist, dann redet man darüber und du lernst dadurch einfach nur. So, was macht der? Ich sag jetzt mal bewusst Volltrottel. Er redet darüber oder er sagt, dass seine Erwartungen da nicht erfüllt wurden. Ist ja vollkommen legitim. Ich kann es irgendwo verstehen, wenn man dann sagt, boah, nee, ich habe keinen Bock, mich irgendwo einzureihen oder unterzuordnen. Ich bin schon über 50 Jahre im Leben drin, habe schon alles Mögliche geschafft. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. In einem Motorradclub spielt das Alter keine Rolle. So wie du dich in deinem Video darüber ausgelassen hast, wie der Club mit dir umgeht, da sieht man, dass du keine 55 oder wie viele Jahre du auch bist. Du hast keine Erfahrung mit Clubs und für mich bist du, was das angeht, ein Kleinkind. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss und tut mir leid, wenn ich das jetzt vielleicht auch angreift. Ich meine es nicht. Normalerweise ist das ja, ich weiß nicht, ob es in jedem Club so ist. Wenn nur ein Vollmember sagt, nö, weil sobald eine Abstimmung kommt, ob Vollmitglied wirst oder nicht, dann wird er kein Vollmitglied. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Und wärst du zum Beispiel bei uns und hättest jetzt mit deinem YouTube-Video eigentlich das, was du gesagt hast, ist ja deine Meinung. Das ist auch gar nicht das Schlimme. Was das Schlimme daran ist, dass dein Club vorher nichts davon weiß. Was ich euch da draußen jetzt zum Beispiel sagen möchte, die Reihenfolge, die er gemacht hat, war falsch. Er hat erst ein Video für YouTube erstellt und hat dann da rumgeheult. In meinen Augen ist es rumgeheult, in seinen Augen nicht. Dann hat aber auch in meinen Augen ein bisschen den Club geschadet. Es ist so, er kann es vielleicht anders sehen, aber wenn du zum Beispiel interne Sachen rausquatscht, zum Beispiel, ja, die nehmen die Corona-Regelung nicht ernst, alle umarmen sich und blablabla, ist für mich ein Schaden des Clubs. Hättest du das bei mir gemacht? Gleich eins aufs Maul. Ganz einfach. Und so sind die ungeschriebenen Regeln eines Motorradclubs. Quatschst du irgendeine Scheiße raus, die keinen anderen angeht, ja, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Das geht doch nicht. Und genau aus diesem Grund würdest du da niemals Fuß fassen. Wenn das ein richtiger Motorradclub ist, und davon gehe ich aus, weil du hast ja mal gesagt, in welchem Club das war. Ich habe das jetzt nicht mehr vor Augen. Ich habe mal direkt gegoogelt. Die gibt es ja auch schon ein paar Jährchen. Ich gehe mal davon aus, entweder hast du von dir aus bis dann nach den Videos. Ich habe ja oft kommentiert unter deinem Video und ich weiß nicht, ob du es absichtlich nicht verstehen willst. Ich kenne dich jetzt nur aus deinen Videos, deswegen kann ich nicht sagen, wie du sonst so bist. Das hättest du niemals sagen dürfen, nach außen tragen sollen. Ansonsten ist alles, was du gesagt hast, deine Meinung und vollkommen okay. Nur eben die Reihenfolge war nicht richtig. Also Leute, wenn irgendeiner von euch da draußen mal damit mit den Gedanken spielt, in einen Motorradclub zu gehen und es sagt euch dann doch nicht so zu, wie ihr euch das vielleicht erhofft habt oder vielleicht ist es euch eine Nummer zu hart, weil in einen richtigen Motorradclub zu gehen, das ist kein Kindergeburtstag. Ja, und wenn es mal eine Toilette putzen ist, dann ist das einfach so. Wir mussten das auch alle machen. Jeder, der in so einem Club ist, jeder musste diese Zeit durchgehen. Und es ist irgendwo auch eine Art zu sehen, ob man sich auf einen verlassen kann oder nicht. Und da hat er zum Beispiel auch gesagt, ja, was hat denn das damit zu tun, ob ich jetzt eine Toilette putzen kann? Daran kann man doch nicht sehen, ob man sich auf mich verlassen kann oder nicht. Doch, finde ich schon. Und ich glaube, das finden auch die meisten anderen Motorradclubmitglieder so. Wenn er das schon nicht kann, wenn er darauf schon keinen Bock hat zu machen, wenn ein Vollmitglied, das braucht ja nur ein Vollmitglied zu ihm zu sagen, dann muss er das ja machen. Wenn er das schon nicht macht, dann macht er auch andere Dinge nicht. Und andersrum, ein Motorradclub, natürlich steht im Vordergrund die Gemeinschaft des Fahrens, die Ausfahrten zu anderen Clubs, zu anderen Partys. Und das ist das im Motorclub. Ich weiß nicht, was du dir vorgestellt hast. Oh nee, wir fahren nun mal mit Badelatschen um Badesee. Nein. Dann ist das für dich das Falsche. Auf jeden Fall ist das kein Kindergeburtstag. Man muss schon eine gewisse... Also das ist jetzt meine Meinung. Und irgendwie ist das auch so, da zieht sich schon durch, dass man eine Grundhärte, sage ich jetzt mal. Also sag jetzt nicht, dass du voll der harte Hund sein musst für einen Motorradclub. Das nicht, aber du musst schon für deine Brüder da sein, wenn es auch mal hart auf hart kommt. Und sowas ist früher sehr oft vorgekommen und es kommt heute auch immer noch vor, dass auf einer großen Party auch schon mal, wenn man Bier zu viel da getrunken wurde, dann gibt es Missverständnisse und dann fliegt auch schon mal eine Faust. Und wenn dann so ein Hans Wurst wie so ein da meint zu machen,
Ja, hol mal dein Taschentuch und geh aus dem Club raus. Ganz einfach. Tschüss. Ich glaube auch, dass du deinen Weg so gewählt hast, dass du halt jetzt rausgegangen bist. Ja, ich muss raus. In deinem Video nicht, aber in deinem, du hast ja noch so ein Ab- oder ein Statement-Video dazu gemacht. Da finde ich auch, dass du wieder rumgeheult hast. Und wenn es für dich kein Rumgeheule ist, dann ist das so. Aber andere, ich habe mir fast alle deine Kommentare und ich lese doch immer noch die Kommentare, weil mich da interessiert, wie die Leute darauf reagieren. Und da sind viele dabei, die deine Videos oder die letzten Videos geguckt haben aufgrund aufgrund dessen, weil du in einen Motorradclub gegangen bist und das auch in deinen Videos erwähnst und darüber sprichst und dem Werdegang einfach zu verfolgen, was für eine Art Mensch du bist oder wirst. Weil du veränderst dich auch dadurch. Oder, ja, ich will nicht sagen, du veränderst dich. Entweder du hast das in dir oder eben nicht. Und du hast das nicht in dir. Wo ich dann lachen musste oder wo ich echt sauer war. Erst musste ich lachen, dann war ich sauer. In deinem ersten, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Heul-Video. Redest du davon, das passt alles nicht zu mir. Aber dann fährst du mit deiner Harley da rum und sagst, jetzt muss ich mal überholen wie ein harter Rocker. Also, wenn dann ein richtiger Rocker genau neben dir gestanden hätte, wenn du vorher so rumholst und dann sowas gesagt hättest. Das wirkt in vielen Fällen abschreckend. Du bist in so einem richtigen MC und im 1%er schon gar nicht. Da bist du gar nicht aufgehoben. Da bist du nicht gut aufgehoben. Da wirst du, da wirst du auch niemals Fuß fassen. Du hast zum Beispiel auch gesagt, ja, dass du jetzt nicht verstehen kannst, warum du jetzt immer deine Kutte tragen musst, überall. Ja, also wenn du deine Kutte schon nicht mit Stolz trägst, weil du in so einem Club bist und dir die Mühe machst, dann bist du da auch falsch, schon allein deswegen. Also ich bin stolz, weil ich bin stolz darauf, in einem Motorradclub zu sein. Das ist, eben weil es nicht jedermanns Sache ist, dann, ja, irgendwie, ja. Aber trotzdem, das hat mich ein bisschen sauer gemacht und ich musste mich auch in den Kommentaren, die ich unter deinen Videos geschrieben habe, echt zügeln. Also ich finde es unter aller Sau, wenn man etwas oder wenn man in einem Motorradclub drin ist und der Motorradclub selber davon nicht weiß, wie du darüber denkst und du das aber in die Öffentlichkeit rausträgst. So was finde ich absolut, das ist ein 31er, das ist für mich Verrat. So allein deswegen würdest du da schon gleich eins aufs Maul nicht mehr Fuß fassen können. Ich weiß halt nicht, wie dein Club das sieht oder gesehen hat. Nee, aber mit so einer Nummer. Du findest nie Fuß. Die Reihenfolge, die du gemacht hast, war komplett falsch. Und ja, mit dem Rumheulen, für mich ist es Rumgeheule. Aber dann rede erst mit deinem Präsidenten oder mit deinem ganzen Club. Ne? Dafür sind Clubsitzungen da. Wenn du was auf dem Herzen hast, dann sagst du das. Und fertig, Ende. Oder bist du halt nicht Manns genug, das auch noch zu machen? Nein, musst du halt über YouTube machen oder was? Ja, vielleicht verstehst du das nicht, so wie ich das jetzt sage, mein ganzes Denken und wie sowas funktioniert in so einem Motorradclub. Nein! Aber das ist eben noch alte Schule, alte Werte und genau deswegen gehen wir alle in so einen Motorradclub rein, weil wir das so wollen, weil wir diese alten Werte nicht verlieren wollen. So wie ich das zum Beispiel von meinen Großeltern kenne. Ne? Oder ein bisschen Grundhärte, aber mit Spaß und mit allem drum und dran. Wir wollen halt ein bisschen freier sein als alle anderen. Wir, gerade mit der ganzen Corona-Kacke und so weiter. Das ist auch der beste, ja, wie soll ich sagen, da geht an uns allen auch nicht vorbei. Aber so wie du das da sagst, öffentlich in so einem Video, dass dein Club da voll drauf scheißt und alles und sich mit so und so vielen Menschen trifft, dann halt doch lieber deine Fresse. Weil das ist nämlich Clubschädigen. Tut mir leid, wenn ich das so aggressiv sagen muss, aber das ist die Wahrheit. Und das sind so Motorradclub-Wahrheiten oder das sind unsere Ansichten und die hat jeder in so einem großen, jeder in einem richtigen Motorradclub. Da gibt es keinen, oh ne, Wischiwaschi, das ist dann nur ein MF oder nur ein, für dich ist das halt, für dich würde passen. Ja Leute, also wie gesagt, wenn ihr das so jetzt gerade, ich denke mal, dass ihr raushören könnt, wenn jemand mit den Gedanken spielt, in so einen Club reinzugehen, dann macht genau das, was er gemacht hat, nicht. Weißt du, auf so einem Prospekt oder Hänger, der wird schnell rausgeschmissen, da kräht kein Haar nach. Würdest du aber sowas machen, wenn du jahrelang vor mir mal bist, dann ist das richtig Verrat. Und also ich finde es Verrat. Und so einen Scheiß macht man einfach nicht. Dann rede mit deinen Leuten oder auch mit deinen angehenden Freunden und Kumpels und angehenden Brüdern, dann ist man eben offen. Jeder Mensch
auch in einem Motorradclub. Das sind alles ganz normale Menschen. Klar, mit anderen Ansichten als, sage ich jetzt mal, ein Banker, der irgendwo ein ganz normales, langweiliges Leben führt. In meinen Augen. Die Ansichten sind vielleicht anders, aber wir legen halt Wert auf diese Werte, die du da eben oder die der... Ich bin Hans Wurst. ...da nicht so verstehen möchte. Für denjenigen, der halt Bock hat, in so Motorradclub zu gehen, macht euch vorher schlau, wie sowas läuft. Und geht euren Weg am besten mit Vernunft und auch mit Ehrlichkeit, in egal in welchen Club ihr reingeht. Weil ansonsten wird das Käse und das ist nicht so geil. Da kann ich auch nur jedem anderen raten. Egal, was in einem Club passiert, du hältst deine Schnauze. Okay. Und ich weiß halt nicht, ob der Mann da aufgeklärt wurde oder nicht. Oder ob er einfach nicht aufgepasst hat. Oder vielleicht dann einfach, weil er diese Mentalität nicht verstehen kann, dann einfach jetzt nicht dran gedacht hat oder so. Um es eben jüngeren Leuten oder auch eben älteren Leuten, die vorhaben, in einen Club zu gehen, etwas leichter zu machen und auch von meinen Erfahrungen zu sprechen oder auf Erfahrungen von anderen zu reagieren, was ich jetzt gerade ja, mache oder gemacht habe. Genauso sollt ihr das eben nicht machen. Ist scheiße für den Club, ist scheiße für euch und auch für euer Ansehen. Vielleicht wurde das nicht erklärt, ich weiß es nicht, aber ist ja, spielt ja jetzt auch keine Rolle mehr. Ich habe meine Reaktion dazu gemacht. Wie gesagt, ich gucke deine Videos weiter. Ich finde dich sonst nun mal eigentlich ganz nett. Definitiv nein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht fühlst du dich jetzt auch angegriffen. Und ich kann auch verstehen, dass du einiges löscht. Aber das ist aber die Realität. Und das ist auch die Wahrheit, wie die Leute das schreiben. Das sind nicht irgendwelche Leute, die einfach gerade Langeweile haben. Das waren wirklich Menschen, die aus einem Club kommen. Ich versuche das jetzt ein bisschen freundlicher rüberzubringen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn jetzt nichts mehr passieren sollte. Ja, haut rein, Leute!